Jedes Jahr erkranken ca. 50.000 Menschen neu an Darmkrebs. Früherkennung entscheidet oft über Leben und Tod oder zumindest langfristige Folgen und Einschränkungen. Mithilfe von 4 ganz entscheidenden frühen Anzeichen können Sie erkennen, ob Ihre Beschwerden Darmkrebs wirklich auch sind. Nicht erst seit dem Bestseller Darm mit Charme haben wir ein deutlich anderes Bild zum Glück von unserem Verdauungsorgan Nummer 1, nämlich dem Darm. Darmkrebs ist dabei wahrscheinlich eine der schlimmsten Erkrankungen, zumindest eine der schlimmsten Erkrankungen, vor der wir Angst haben, die uns erwischen kann. Und es kann jeden von uns erwischen, das ist auch wichtig zu wissen. Je früher der Krebs erkannt wird, desto besser sind langfristige Prognosen. Und deshalb sollten Sie selbst gut auf mögliche Symptome, auf erste Anzeichen achten. Und genau die nenne ich jetzt. Wie das am besten geht und worauf Sie konkret dabei achten sollten, welche Unterschiede es da gibt, das klären wir nämlich jetzt im Video. Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weigel. Mit meinem YouTube-Kanal möchte ich einen Beitrag leisten, medizinisch, verständlich und korrekt aufzuklären über Erkrankungen, Ursachen dieser Erkrankung und was man auch selber dagegen tun kann, wie man die Erkrankungen frühzeitig erkennen kann. Und wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, dann gerne abonnieren Sie jetzt meinen Kanal. Darmkrebs ist bei Frauen in Deutschland, bei uns in Deutschland, die zweithäufigste und bei Männern die dritthäufigste Krebsart, Tendenz steigend. Es ist also gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir uns irgendwann im Leben mal mit möglichen Anzeichen beschäftigen müssen. Und wenn das nur passiert, um den Krebs dann selbst schnell auszuschließen. Die Anzeichen, die ich nämlich gleich nenne, können auch immer harmlose Ursachen haben. Das ist auch das, was es oftmals so tricky macht. Je älter Sie werden, desto größer ist das Risiko und auch genetische Faktoren bestimmen, wie hoch Ihr Risiko an sich ist. Also Alter vor allem und Genetik. Weil die Früherkennung das A und O ist, schauen wir uns jetzt an, wie Sie eine mögliche Erkrankung möglichst schnell erkennen können. Und neben Alter und Genetik, drittens, gibt es auch noch Einflussfaktoren, Risikofaktoren, die das eigene Risiko für Darmkrebs erhöhen. Frühe Anzeichen für Darmkrebs. Das erste Frühsymptom, auf das Sie achten sollten, ist eine Veränderung Ihrer Stuhlgewohnheiten. Damit kann alles gemeint sein. Von der Konsistenz über die Farbe bis hin zu sich ändernden Zeiten oder Stuhlintervallen. Es kann sich auch in anhaltendem Durchfall, Verstopfung oder dem Gefühl äußern, dass sich Ihr Darm nicht vollständig entleert. Also Sie merken, es gibt einen Unterschied zu sonst. Irgendwie ist Ihr Stuhl anders als sonst. Veränderungen der Stuhlgewohnheiten werden häufig kaum beachtet, können aber ein wichtiger Indikator für die Gesundheit des Dickdarms sein. Und ganz wichtig, es geht nicht um einmalig oder 1, 2, 3 Tage, sondern dass Sie das so über Wochen merken, dass es irgendwie anders ist. Ihr Dickdarm ist für die Verarbeitung von Abfallstoffen und die Regulierung des Stuhlgangs verantwortlich. Wenn etwas dieses empfindliche Gleichgewicht stört, wie zum Beispiel das Wachstum eines Tumors im Dickdarm, kann dies Ihre regelmäßige Toilettenroutine natürlich beeinträchtigen. Logisch. Achten Sie also genau auf diese Veränderung, vor allem wenn Sie über einen längeren Zeitraum, wie gesagt, anhalten, da das schon eines der ersten Anzeichen für Darmkrebs wirklich sein können. Und ganz ehrlich, jeder von uns fühlt das irgendwie und jeder von uns kann auch in die Toilette reinschauen und sehen, ob da jetzt irgendwie ganz krass das anders ist. Natürlich kann es immer wieder, und das ist wichtig zu betonen, zu einzelnen Unregelmäßigkeiten kommen. Und Sie sollten nicht bei den ersten auffälligen Stuhlgängen direkt vom Schlimmsten ausgehen. Durchfall hat jeder mal von uns als Beispiel. Aber wenn sich ein Trend ohne Besserung zeigt, ohne dass Sie sich das selbst plausibel erklären können, dann könnte oder sollte ein Arztbesuch sinnvoll sein. Ein deutlicheres Warnsignal könnte, und das ist auch wieder der Stuhl, könnte Blut in Ihrem Stuhl sein oder Blut auf dem Toilettenpapier. Dieses Blut kann unterschiedlich gefärbt sein und entweder hellrot oder dunkler oder sogar tärig erscheinen. Es ist zwar nicht immer ein Hinweis auf Darmkrebs, aber ein Symptom, das niemals ignoriert werden sollte, obwohl die Ursachen nicht immer schwerwiegend sein müssen. Also beispielsweise bei Hämorrhoiden hat man auch Blut auf dem Toilettenpapier. Oder bei kleineren Magen-Darm-Problemen kann es immer wieder zu Einblutungen im Stuhl natürlich kommen. Oder wenn man Juckreiz im Analbereich hat, eine Analfissur vielleicht. Es kann auch ein Zeichen für ernstere Probleme aber sein, wie Polypen oder eben Krebsgeschwüre im Dickdarm. Blut selbst ist schon ein wirklich deutliches Zeichen dafür, dass es an der Zeit ist, einen Arzt für eine gründliche Untersuchung aufzusuchen. Und wenn der Arzt halt nur feststellt, dass Sie Hämorrhoiden haben, dann super, dann haben Sie Hämorrhoiden und das ist halt die Begründung.
Aber ganz wichtig auch, Hämorrhoiden schließen auch keinen Darmkrebs aus. Das heißt, wenn man zwar die Hämorrhoiden hat, aber trotzdem sich damit das Blut sozusagen im Stuhl nicht so richtig erklären kann, dann sollte man trotzdem zum Beispiel eine Darmspiegelung machen. Darauf komme ich aber gleich noch. So, und wenn Sie öfter schon meine Videos schauen, dann wissen Sie meine Empfehlung. Ernährung ist A und O für einen gesunden Lebensstil. Und es gibt ein Ernährungsmuster, was gut für unser Herz-Kreislauf-System ist, Ernährungsmuster, das gut für unser Immunsystem ist oder auch, wie ich hier sage, die besten Lebensmittel für ein gesundes Ernährungsmuster. Was ich damit meine, erkläre ich natürlich auch meinen Ratgebern. Also, wenn Sie das interessiert, wenn Sie quasi Ihr Leben selbst aktiv gesünder gestalten wollen, dann ist die Ernährung A und O und mehr dazu genau in meinen Ratgebern. Manche Menschen mit Dickdarmkrebs leiden unter Bauchdrücken oder Bauchschmerzen. Diese Beschwerden, die oft mit Blähungen auch, mit Völlegefühl einhergehen, zeigen sich dann natürlich besonders im Unterbauch. Bei Unterleibsschmerzen denkt man häufig natürlich nicht sofort an Darmkrebs. Das ist auch gut so. Warum? Weil es viele andere Ursachen auch geben kann, die diese Beschwerden ja auslösen können. Dennoch sollten Sie unbedingt aufpassen, wenn Sie anhaltende Beschwerden haben in diesem Bereich. Das ist wieder ähnlich wie mit dem Stuhlgang davor. Es geht nicht um einmalig. Bauchschmerzen hat jeder von uns mal, sondern wenn es wieder über einen längeren Zeitraum ist. Wenn Sie häufig unter unerklärlichen Bauchschmerzen leiden, sich selber das nicht erklären können, warum, vor allem wenn Sie stark oder anhaltend sind, ist das definitiv wieder ein Grund, einen Arzt aufzusuchen. Ihr Arzt kann Tests durchführen, um die Ursache Ihrer Beschwerden festzustellen, was dann auch Dickdarmkrebs zutage fördern würde. Man würde es halt erkennen. Die frühzeitige Erkennung von Dickdarmkrebs kann zu wirksameren Behandlungsmöglichkeiten natürlich führen und damit auch zu besseren Langzeitergebnissen, zu einem besseren Outcome. Vor allem ist die Therapie dann oftmals nicht so aggressiv. Beispiel nur, man muss vielleicht nur ein Stück des Tumors entfernen und nicht gleich ganz viel, nicht gleich umliegendes Gewebe etc. So erkennt man Darmkrebs im fortgeschrittenen Stadium. Kommen wir also jetzt einmal zu den schwerwiegenderen Anzeichen für Darmkrebs im Spätstadium, wenn es schon weit fortgeschritten ist. Wir haben bereits ja über die frühen Symptome gesprochen, also Veränderung des Stuhlgangs, Bauchschmerzen, vor allem wenn das so alles in Kombination ist. Aber es ist ebenso wichtig, die späteren Anzeichen zu kennen, da sie auf ein gesundheitsgefährdendes Fortschreiten der Krankheit hinweisen können und wirklich jetzt hier zum Arzt gehen. Anders gesagt, und das sage ich mir selber auch mal, vergegenwärtige ich mir selbst auch mal, einen Krebs kann man nicht aussitzen. Den Kampf quasi verliert man, indem man nichts tut, indem man passiv ist. Das ist ganz wichtig. Also, was deutet nun auch darauf hin, dass Darmkrebs bereits in einem kritischen Stadium ist? Während Symptome oder frühe Symptome unauffällig sind und leicht übersehen werden können, oftmals auch andere Ursachen haben können, sehr unspezifisch sind, sind mögliche Anzeichen im Spätstadium kaum noch zu ignorieren. Es ist äußerst wichtig, sie zu erkennen, denn sie können entscheidend sein, wenn es darum geht, halt den Arzt aufzusuchen und lebensrettend sind. Eines der wirklich beunruhigendsten und klarsten Symptome im späteren Verlauf ist der eintretende und häufig schnelle, aber unerklärliche Gewichtsverlust. Also Gewichtsverlust, das ist ganz entscheidend. Wenn Sie stetig Gewicht verlieren, ohne dass Sie Ihre Ernährung zum Beispiel ändern oder jetzt ein Trainingsprogramm ändern, Bewegung ändern, also dass Sie sich das selbst erklären können, dann kann dies Anlass zu ernster Sorge sein. Merken Sie sich, mehr als 10% ungewollter Gewichtsverlust in weniger als 6 Monaten, das ist sozusagen so die Kennzahl. Ein unerklärlicher Gewichtsverlust, das kann nämlich auftreten. Warum? Wenn der Krebs bereits fortgeschritten ist, gerade der Darmkrebs, und die Fähigkeit Ihres Körpers, Nährstoffe richtig zu absorbieren, logisch nachlässt. Und dieser Gewichtsverlust ist oft, klar, ungewollt und kann eine Folge der metabolischen Anforderungen des Krebses oder auch der Reaktion des Körpers auf die Krankheit sein. Also, sobald das auftritt, unerklärlicher Gewichtsverlust, nochmal mehr als 10% vom ausgehenden Körpergewicht in weniger als 6 Monaten, dann unverzüglich einen Arzt aufsuchen. Und wichtiges Stichwort hier auch, dieser Gewichtsverlust ist Teil der sogenannten B-Symptomatik. Dazu gehört Fieber, Nachtschweiß, Gewichtsverlust. Müdigkeit und Schwäche sind auch häufige Symptome, die im Spätstadium vom Dickdarmkrebs dazukommen und Betroffene deutlich einschränken. Diese Symptome können auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein, die mit dem Fortschreiten der Krankheit natürlich einhergehen. Einen Punkt habe ich gerade ja schon genannt, den Nährstoffmangel, Gewichtsverlust, und gleichzeitig fühlt man sich natürlich auch nicht mehr so fit, kaputt, müde. Der Krebs selbst kann zu Müdigkeit führen, da Ihr Körper ständig gegen ihn ja ankämpft. Man nennt das so ein Krebs-Fatigue, das man quasi hat. Außerdem kann Darmkrebs im fortgeschrittenen Stadium
Blutung verursachen, die zu einer Eisenmangelanämie führen können, was wiederum die Schwäche und Erschöpfung verschlimmert. Eisenmangelanämie, Eisenmangel, weiß man ja, Anzeichen dafür, Müdigkeit. Und damit werden Müdigkeit und Schwäche wirklich tiefgreifen und anhalten. Das macht die Bewältigung des Alltags oft fast unmöglich. Also großer Unterschied, das heißt nicht, wie man mal schlapp ist, weil man wenig schläft, weil man Stress hat. Das ist ein Unterschied. Das ist eine andere Müdigkeit als Darmkrebs im fortgeschrittenen Stadium. Da hat man richtig starke Schwächeepisoden auch. Und es ist wichtig, die zugrunde liegende Ursache dann natürlich schnellstmöglich, wie gesagt, zu untersuchen. Denn egal, ob es jetzt Darmkrebs ist oder eine andere Ursache, dauerhafter Stress, dauerhafte Müdigkeit ist natürlich nie gut und sollte schnellstmöglich behandelt werden. In fortgeschrittenen Fällen von Dickdarmkrebs ist ein schwerwiegendes Symptom auch ein Darmverschluss. Dieser tritt auf, wenn der Tumor die Bewegung des Stuhls durch den Dickdarm behindert. Also sozusagen, das ist der Darm und jetzt ist der Krebs hier schon so und dann geht der Stuhl natürlich hier nicht mehr durch. Und zu den Symptomen eines Darmverschlusses gehören wirklich starke Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, sozusagen die Kacke kommt nicht unten raus, sondern oben, die Unfähigkeit, Blähungen und auch Stuhlgang abzusetzen. Ein Darmverschluss ist ein absoluter medizinischer Notfall, der sofort behandelt werden muss. Man hört dann mit einem Stethoskop drauf und hört quasi, dass man nichts hört. Es handelt sich um eine ernste Komplikation bei fortgeschrittenem Darmkrebs, die zu schweren Beschwerden, schweren Komplikationen führen kann, wenn sie nicht sofort behandelt wird und sogar dann auch tödlich enden kann. Es ist also wichtig, auch die späten Anzeichen zu erkennen und schnell zu handeln. Eine frühzeitige Erkennung ist zwar ideal, aber nicht immer möglich. Und bei manchen Menschen treten auch gar keine frühen Symptome auf. Gerade wenn es dann erstmal nur Polypen sind, da merkt man noch gar nichts, hat man noch gar keine Beschwerden. Und genau deswegen ist es auch wichtig, Früherkennung zu machen. Ganz wichtig für Sie, können Sie eigentlich nichts überstürzen, Sie können nicht zu früh handeln, wenn Sie Früherkennung machen. Und da ist meine Empfehlung, eine Darmspiegelung zu machen. Und ich persönlich habe auch schon eine gemacht und warte nicht darauf, bis die Krankenkasse diese zum ersten Mal zahlt. Warum? Weil gerade Darmkrebs kann man relativ gut behandeln, wenn man es sehr, sehr früh erkennt. So wichtig ist die Früherkennung. Ganz wichtig, Früherkennung von Darmkrebs kann buchstäblich Leben retten und die Darmspiegelung ist eigentlich das beste Mittel, wie man Darmkrebs frühzeitig erkennen kann. Sie kann den Unterschied zwischen einer vollständigen Genesung nämlich und einem schwierigen, aggressiven Kampf gegen fortgeschrittenen Krebs nämlich bedeuten. Und je früher Darmkrebs erkannt wird, ist es wirklich so, desto mehr Behandlungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung, desto besser sind die Chancen auf einen erfolgreichen Ausgang. Denken Sie nochmal an die Anzeichen, die ich gerade genannt habe, auch Stichwort B-Symptomatik. Wird Darmkrebs im Frühstadium entdeckt, Stuhlgang verändert, Bauchschmerzen, B-Symptomatik, kann die Behandlung weniger aggressiv sein und möglicherweise minimalinvasive Verfahren oder eine Operation, eine kleine Operation bereits zur Entfernung des gesamten Tumors umfassen und beitragen. Je weiter der Krebs aber fortschreitet, desto umfangreicher können die Behandlungsmöglichkeiten werden, einschließlich Chemotherapie, Strahlentherapie. Umliegendes Gewebe muss vielleicht mit entnommen werden. Wenn der Krebs im Frühstadium erkannt wird, verbessert sich nicht nur die Wirksamkeit der Behandlung, wichtig, sondern es können auch die Auswirkungen auf die Lebensqualität, das ist ja auch wichtig, insgesamt verringert werden. Stichwort, bei fortgeschrittenem Darmkrebs braucht man vielleicht einen künstlichen Darmausgang. Rechtzeitiges Handeln also kann dazu beitragen, dass weitere Komplikationen für Sie verhindert werden, die bei ansonsten fortschreitendem Dickdarmkrebs, wie gesagt, auftreten können. Und davor hat man ja Angst. Und deswegen bitte achten Sie auf die Anzeichen. Und apropos nochmal rechtzeitig. Eine rechtzeitige Behandlung kann auch, das ist interessant, das Risiko einer Ausbreitung des Krebses, nämlich auf andere Teile des Körpers minimieren. Stichwort Metastasen. Achten Sie also deshalb genau auf mögliche Symptome, reagieren Sie schnell, falls der Verdacht aufkommt, machen Sie drittens Vorsorgeuntersuchungen. Deswegen, im Großen und Ganzen dürfen wir nicht vergessen, dass die genannten Anzeichen im Blick behalten werden sollte und jeder kann das von uns ab jetzt machen. Natürlich können Sie nicht immer darauf achten, sich nicht verrückt machen, auch nicht hypochondrisch werden. Gerade auch mit meinen Videos könnte man ja denken, oh, jetzt hat man die ganze Zeit immer nur Krankheiten und muss auf alles achten, das nicht. Aber dafür sensibilisiert sein und achten Sie halt ab jetzt darauf, gibt es dauerhafte Veränderungen Ihres Stuhlgangs? Haben Sie so im Bauchgefühl eine dauerhafte Veränderung? Und wissen Sie vielleicht auch, dass Sie ein erhöhtes Risiko aufgrund Genetik haben, weil vielleicht Ihre Eltern, Oma, Opa oder so auch am Darmkrebs
erkrankt waren. Wenn Ihnen das Video jetzt gefallen hat, gerne geben Sie dem Video einen Daumen nach oben. Gerne kommentieren Sie das Video, schreiben Sie Ihre Meinung mal dazu auf, gerade Stichwort Darmkrebs, wie Sie damit umgehen, ob Sie Erfahrungen damit gemacht haben in der Familie. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.